Hallo Leute, ich begrüße euch heute ganz herzlich zum neuen Video. Ich zeige euch heute einen Dreiballtrick, der ganze nennt sich Holzhacker. Und wenn man den ganzen Trick kann, dann sieht es so aus. Wie schon gesagt, der Trick nennt sich Holzhacker und ich denke jetzt auch, dass klar ist, wieso der sich Holzhacker nennt. Man hackt praktisch mit einer Hand immer durch die zwei Bälle durch. Und das sieht vielleicht jetzt im ersten Moment ziemlich schwierig aus, aber so schwierig ist er gar nicht. Also was muss man dazu können? Natürlich mit drei Bällen jonglieren. Wenn ihr das noch nicht könnt, werde ich euch links oben das Video dazu verlinken. Und dann kann man eigentlich schon loslegen. Also man jongliert mit drei Bällen. Und sagen wir mal, man ist Rechtshänder. Dann versucht man natürlich erstmal mit der rechten Hand den ganzen Trick auszuführen. Das würde dann so aussehen. Und was muss man machen? Man nimmt den Ball, wenn er rechts oben ist, nimmt man den gleich hier in die Hand, dann hat man ja ein bisschen Zeit. Und mit dieser Zeit hackt man dann zwischen die beiden anderen Bälle einfach mal nach links unten. Also ausprobieren. Ball oben und runter hacken. Der blaue Ball gerade, der könnte natürlich jetzt auch runterfallen. Das ist nicht so schlimm. Also man kann auch einfach mal nehmen, hacken und aufhören. Ich werde das Ganze jetzt nochmal kurz im Zeitlupe nennen. Wenn man das dann auf einer Seite schon kann mit dem Hacken, kann man natürlich weitermachen und mit der anderen Hand auch versuchen. Also wieder das gleiche Spiel mit der linken Hand, also hier. Sagen wir mal, man macht es mit dem grünen Ball jetzt bei mir. Also grüne Ball hier oben. Dann wartet man, bis der links oben ist, nimmt den, hackt einmal hier durch. Jetzt zeige ich das Ganze jetzt nochmal in Zeitlupe. Und wenn man das Ganze kann, mit dem rechten und dem linken Ball, also mit der linken und rechten Hand, dann kann man einfach das Ganze weitermachen. Also man muss nicht aufhören. Man hackt hier durch und wenn man, was noch ganz wichtig ist, wenn man hier durchgehackt hat, wirft man den Ball einfach bei der Seite ein bisschen noch in die Luft. Das heißt, durchhacken und in die Luft werfen ein bisschen noch. Durchhacken und in die Luft. Also er bleibt auf der linken Seite. Wenn man den rechten Ball nach links durchhackt, wirft man ihn hier hoch. Also fangen, durchhacken, hier hochwerfen. Dann fängt man mit der linken Hand und kann dann weiter durchhacken oder hochwerfen. Also wenn man es mit beiden Händen kann, kann man das Ganze einfach weitermachen dann. Also hack mit der rechten Hand, hack mit der linken Hand und das dann einfach hintereinander machen. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Und das könnte am Anfang noch ziemlich schwierig sein, wenn man vielleicht nicht die Höhe hat, mit dem Ball den wieder rauszuwerfen, also dass der Ball nicht so rausgeworfen wird, sondern nur hier unten so. Dann wird man natürlich immer niedriger und es wird schwieriger. Aber da ist auch noch ein Tipp, also durchhacken und dann möglichst hoch wieder rauswerfen. Durchhacken und einfach so möglichst hoch rauswerfen. Ich werde das Ganze mit drei Bällen nochmal in Zeitlupe anhören. Dann hoffe ich, hat euch das Video gefallen. Der Trick auch gefallen? Wenn ja, dann lasst eine positive Bewertung da. Würde ich mich darüber freuen, über die positive Resonanz. Wenn ihr noch Anregungen oder Vorschläge für weitere Tricks oder Videos habt, wie immer gerne in die Kommentare. Werde ich mir auf jeden Fall durchlesen und entscheiden, ob ich das machen werde oder nicht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Mittwoch um 16 Uhr wieder. Bis dahin, ciao.